Lauft nur davon, Adria. Es wird euch auch nicht mehr helfen. Denkt daran, an die notwendigen Informationen zu gelangen, bevor ihr... Selbstverständlich. Nun, das klingt nicht sehr beruhigend. Wieso? Sie hat doch gesagt, selbstverständlich. Oh, ich höre es. Dann sollte ich die Aufzeichnung später lesen. Das Tierchen da hat Priorität. Genau, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Nämlich Achievements. Ich hatte Herausforderungen geschafft. Und ein paar von denen lesen sich ganz... Flüchtige Begegnung. Tötet Magda innerhalb von 30 Sekunden. Wie einfallsreich. In 30 Sekunden besiegt. Er war etwas abgehakt. Herr der Fliegen, werdet nie getroffen. Lügen haben kurze Beine. Ich glaube, das ist nicht so beeindruckend. Nur kann ich nichts mit diesen Punkten anfangen, glaube ich. Schön wäre es, wenn man sie eintauschen könnte. Wie zum Beispiel gegen die Nekromantenklasse. Wo bin ich hier? Herr der Ringe, online. Wo man durch Spielen neue Inhalte freischalten könnte. So einfach ist das hier nicht. Wäre aber schön. Mein Vater hat es nie verstanden. Er wurde in eine reiche und privilegierte Familie hineingeboren und suchte Zeit seines Lebens seinen Stand zu bewahren. Ich war sein Fleisch und Blut, aber ihm waren die Namen in seinen Büchern und die Gesichter in seinen Gemälden an der Wand wichtiger als seine lebendige Tochter. Kann ich nicht beurteilen. Aber die Vergangenheit, die Abstammung und so weiter, ich will nicht sagen, sie ist wichtiger, aber sie ist auch nicht unwichtig. Traditionen, Herkunft. Wisst ihr, was Angst ist? Die Angst vor dem, was man selbst ist? Und die Angst vor dem, was das eigene Fleisch und Blut einem antun würde, wenn sie es wüssten? Nein, ihr könnt es nicht verstehen. Die Menschen sehen euch als eine Retterin an. Habt ihr jemals über diejenigen nachgedacht, die ihr ums Leben gebracht habt? Sie waren Väter, Geliebte, Töchter. Und Serienmörder. Schlechter. Vergewaltiger. Können alles gleichzeitig sein. Du bist ein Beispiel dafür, liebe Adria. Eine Rabenmutter, die im Endeffekt ihre eigene Tochter geopfert hat. Also halte mir bitte keine Vorträge über richtig und falsch. Bisher hatte ich ja meinen Assistenten für die lauteste Kreatur der Welt gehalten, aber das war, bevor ich den kreischenden Schrecken entdeckte. Diese fledermausartige Monstrosität erzeugt den ohrenbetäubendsten Lärm, den man sich nur vorstellen kann. Wodurch sie das Wunder vollbrachte, meinen Assistenten noch lauter schreien zu lassen. Ich glaube, meine Kopfschmerzen werden mich noch wochenlang begleiten. Kreissägen um Mitternacht. Ich glaube, das ist der Titel eines Films. Die Geister leiten mich. Nein, Kreissägen, nicht Kreissägen. Sie kreischen nicht. Oh. Ich fühle mich wie ein Eindringling. Sie leben hier in ihren kleinen Hütten. Und wollen nur verteidigen, was ihr Land ist. Und dann komme ich daher. Und lese das vierte Kapitel von Adrias. Vergangenheit. Sie fragten mich, was ich sehe, wenn ich ins Feuer blicke. Ich sehe einen brennenden Mann. Ich sehe eine brennende Hexe. Ich sehe einen Schrecken und einen Hunger, der alles verschlingen wird. Was können die Menschen gegen einen solch unstillbaren Hunger auszurichten hoffen? So gab ich mich den Flammen hin. Ich glaube, es waren nicht genug Flammen. Scheinbar nicht. Vielleicht wird eines Tages auch Westmark von diesem Sumpf verschlungen, wie Corvus damals. Aha, da soll ich hin.
später. Was? Ihr sterbt. Oh. Bleib doch einfach drin. Aber ich verstehe, wieso ihr rauskommt. Ich kann nur einfach nicht durchlaufen. Ich kann es versuchen, aber... Mein Vater brannte. Er schrie, während die Flammen ihn verzehrten, und ein widerlich süßer Gestank verbreitete sich. Er hatte mich gefunden. Zum ersten und einzigen Mal nahm er mich wirklich wahr. Als er sah, dass die Flammen mir nichts anhaben konnten, hauchte er nur ein Wort. Hexe. Es war sein letztes. Aber wieso brannte ihr Vater? Gab es ein Feuer im Haus oder hat sie ihn verbrannt? Ihr sterbt! Ja, basierend auf dem, was ich über sie weiß, würde ich sagen, sie hat ihn getötet. Aber vielleicht erfahre ich später noch mehr darüber. Was? So. Wo kommt die alle her? Wahrscheinlich haben sie unterirdische Anlagen. Gänge. Der Tod. Das hat mich sehr weitergebracht in der Geschichte. Danke. Oh, hier ist noch ein dunkler Fleck. Auf meiner Weste. Und eine ganze Quest. Oh. Wie? Ich lebe noch? Vielen Dank. Doch ich muss euch warnen. Diese Tiere sind von einer Seuche befallen und müssen getötet werden, bevor sie sich weiter verbreitet. Es gibt hier Tiere? Ach, diese Tiere! Für einen Trunk, der gegen die Seuche wirkt, habe ich eins von ihnen aufgeschnitten und die Eingeweide an mich genommen. Das riechen die. Deswegen greifen sie an. Nehmt dies als Dank. Ich muss zurück an meine Arbeit. Neues Wissen. Bist du fertig? Ja. Die Schlingen der Fallensumpfler sind überraschend effektiv. Obgleich es sich mir entzieht, wie sie deren Herstellung erlernt haben. Der Großteil des Gehirns der Sumpfler scheint sich auf Töten und Fressen zu konzentrieren. Ihre Anstrengungen in diesen Bereichen sind jedoch bewundernswert. Vielleicht sollte ich eine dieser Schlingen vor meinem Zelt aufstellen, bevor ich schlafen gehe. Und was das Q-Level angeht, da gab es viele erschlagene Bauern, die sehr große Goldbeträge bei sich hatten. Und einmal ging ich zu etwas, ich weiß nicht, ein Steinhaufen oder sowas in der Art, das ich durchgesucht habe, nach Schätzen, und da kamen 800.000 Gold raus. Oder etwas in dieser Größenordnung. Das war schön. Und sobald ich 2 Millionen zusammen hatte, habe ich sie ausgegeben für Krümelchens Rezept, dass ich Körperteile von Dämonen zu einem Ring formen kann. Nur habe ich keine Körperteile von Dämonen. Vielleicht kommt das irgendwann später. Das ist einer der Siegelsteine. Doch wenn ich mich nähere, passiert nichts. Lasst es mich versuchen. Okay, Kapitel 6. Hexe nannten sie mich, aber es waren leere Worte. Sobald ihre Töchter ein unerwünschtes Kind erwarteten, sobald eine Krankheit sie plagte, die kein Heiler behandeln konnte, wen flehten sie dann um Hilfe an? Als sie mich brauchten, verschwand die Moralität, die sie bei Tage zur Schau trugen. So ist es immer. Ja, sie haben die Moralität zwischendurch abgelegt. Du hattest sie von Anfang an über Bord geschmissen. Es gibt 4 Eingänge in die Nephalem-Stadt. Ein jeder von ihnen ist durch ein Siegel markiert. Doch nur eines weist auf den richtigen Eingang zur Gruft hin. Wenn ihr diese Steine aktiviert, verschwindet eins der falschen Siegel. Mhm. Dann müssen wir nur 2 der verbleibenden Siegel ausschließen.
Ich soll das Zeichen zum wahren Grab von Tal Rasha finden. Sinngemäß. Aber diesmal ganz ohne Horadrims Zuflucht. Nicht Horadrims, Horazons. Der Horizont ist immer außer Reichweite, das solltet ihr wissen. Die Suche nach der Madenbrut hat sich als richtiges Abenteuer herausgestellt. Zum ersten Mal sah ich einen ihrer Kadaver abseits einer Straße nach Westmark. Dort herrschte ein solcher Gestank, dass sich mein neuer Assistent direkt zweimal auf meinen Lieblingsreiseumhang übergab. Die Flecken sind dann irgendwann verschwunden. Trotzdem war ich äußerst betroffen. Zweimal? Dass er nach dem ersten Mal überhaupt noch genug im Magen hatte. Siegel der Nephalim. Benutzt. Ich brauche einen weiteren Siegelstein, um zu erfahren, welches das richtige Siegel ist. Gerüstete Vogelscheuche? Aha. Vogelscheuche mit Rüstung. Du schon wieder. Sie kommen in allen Versionen, in allen Varianten vor. Ich meine sogar einmal einen besiegt zu haben, der Rezepte droppte. Nicht viele, aber immerhin. Ach so, da geht's nicht weiter, ist nur noch ein kleines Stück. Das sieht hier interessant aus. Adrias Verderbnis ist sogar in das Wasser des Sumpfes gesickert. Wasser? Ach, die Pfützen! Ich hatte etwas mehr Wasser gesucht. Übles Loch. Ach, das soll ich wahrscheinlich nicht hin. Oder muss ich nicht? Ich soll nur dahin. Weist auf den rechten Weg hin. Das da, die Wellen. Okay. Die Wellenreiter oder die Wellenbrecher. Von Malibu. Trotzdem gehe ich ins üble Loch. Wow. Das ist groß. Euer Untergang ist besiegelt. Musik, du kannst aufhören, es ist schon vorbei. Erinnert mich etwas an, wie hießen diese Viecher aus Fallout? Deathclaw. An die Deathclaw. Deathclaw at the door. Run away quick or you run no more. Archonschärpe. Noch habe ich den Eindruck, dass dieser Effekt, so wie ich ihn im Moment zu benutzen versuche, mit meinem Schwertchen und Geistersperrfeuer, dass der nur funktioniert, wenn ich nah am Gegner dran bin. Könnte wahrscheinlich auch nur Einbildung sein, ich weiß es nicht.
So, was habe ich da oben? Oh, das war eine Falle. Ich laufe mit dem Ding herum. So, was gab es in Resident Evil 4? Genau. Da bin ich reingetapst, konnte nicht ausweichen. Da unten ist viel los. Neues Ereignis. Ich weiß, ich bin der brennende Mann. Nein, ich bin nicht der brennende Mann. So heißt das Teil. Geht eurem Schicksal entgegen. Die Geister holen euch. Wer macht so viel Schaden? Und wo ist der brennende Mann hin? Ich sehe ein paar Flammen, aber keinen Mann. Kann ich dich irgendwie ausmachen? Wahrscheinlich nicht. Okay. Was passiert da? Dieses Juch, Juch. Es klingt so, als würden meine Gefährten Feuerschaden bekommen. Ich allerdings nicht.